Tell me more about this shrinking ray of yours. Tell me more about this shrinking ray of yours. I call it the Diminuator. The biggest problem left is to design a trigger that doesn't require fingers. Fail. Take it, yeah. Ich habe etwas im Ofen gelassen. Excuse me, I've got something in the oven. Anyone I know, eh? So, und weiter geht's. Lalala. Es gibt ja noch oben ein paar Zimmer. Oder auch nicht. What are you? Egal, gehen wir weiter. Also, hier hat sich einiges geändert. Oh! Look at trophies. Ooh. Dinner for two at Club Tentacle. Dang, it says tentacles only. Pick up. I can't. Kannst du noch was anderes sagen? Okay, so oben ist also erstmal die zweite. Contest Area. Gut, dann schauen wir mal unten beim Teleporter vorbei. Ich frage mich immer noch, wo ich den Kram für die Batterie von dem einen Kerl herkriegen soll. Naja, hole ich mir erst einmal den Dosenöffner. Obwohl, das könnte die Idee sein, wenn so ein Wein 400 Jahre da vor sich hingammelt. Da könnte doch bestimmt Essig draus werden. Lalalala. Schwarze Katze. Schwarze Katze, okay, ich habe mich nicht versehen. Ich dachte schon, ich habe irgendwelche Hallos. So, Digga, ich brauche deine Hilfe. Ach, du bist ja mitten im Haus. Ach Mensch, das muss ich mit dem auch noch ganz dahin laufen. Ach, diese Laufwege. Lalalala, aber hier haben wir es, den Can-Opener. Auf den habe ich es abgesehen. Can-Opener. Aber für irgendwie, irgendwas muss doch hier noch mit Bernard zu machen sein. Also bisher habe ich mit dem einfach nur am wenigsten gemacht. So zwei, drei Sachen mal kurz hier rüber in die Vergangenheit verschoben und das war's auch schon. So, use Can-Opener with Toilet. Geflasht. Wechsel. Pickup. Can-Opener. Toings. Und weiter geht's. Da ist wieder die komische schwarze Katze. Walk to form a muscle. Lalalala. Stellt sich immer noch die Frage, wo ich das Gold denn herbekomme. Essig ist jetzt wahrscheinlich kein Problem. Use can opener with capsule. Ist wohl irgendwie klar, dass es klappt. Pickup. Vinegar. Ja, da haben wir ihn ja. Jetzt haben wir den Vinegar. Pickup. Someone seems to have bolted it to the table. Yeah. Wer zum Henker? Look at. Hmm, how decorative. Nobody I know. Das dachte ich mir irgendwie. Okay, jetzt haben wir den Vinegar. Jetzt brauchen wir nur noch das Gold. Und einen Weg darunter, mit anderen Worten, einen Weg, die Leute zu befreien. This 400-year-old clock is an amusing example of primitive human timekeeping. Na dann, so. Habe ich irgendwas, mit das ich vielleicht den use with. That wouldn't be too useful. Ja. War ja auch nur eine Idee. Egal, bringen wir jetzt erstmal den Vinegar in die Vergangenheit. Lalalala, hüpf, 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 hüpf. So. Use Vinegar mit Klo. Zeugs. So, pick up. Pick up. Vinegar in the toilet. Unabrechtig. Habe ich irgendwas hier, was mir vielleicht helfen könnte? Irgendwas, mit dem ich diesen Tentakel austricksen kann. Und vielleicht bei Bernard. Wofür ist eigentlich das Ding jetzt da? It's from George's Hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. Na dann, okay. Ich probiere mal ein bisschen was oben noch rum. Ach ja, es ist schön. Lauf schneller, Bernard.
Ja, genau, klettert da mal raus. Ich habe mir gedacht, Design hat doch eine Schaffenskrise, oder? Und auf diesem Brief? You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Das wäre doch nicht mal eine Idee, oder? Also, der Kerl hat eine Schaffenskrise, wenn ich dem sowas gebe, da gibt er mir doch bestimmt was für. And I thought glow in the dark fake doodle was such a good. Hey, there's a letter here for you. For me? Probably another rejection slip. Oh well. Stimmt, es klappt sogar. Mein Gott. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Upidu. So. Pistole. Da presse ich diesen scheiß Tentakel einfach. What? This beautiful 4,000 carat diamond can be yours today for the special rock bottom introductory price of $2 million. The number to call is 1-800-STAR-WARS. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. Nicht schlecht. 1-800-STAR-WARS. Kein schlechter Gag. Things are growing in it. Na dann, ist da noch was hinter der Tür? Nee. Vielleicht bei dem anderen hinter der Tür noch was? Hier komme ich auch mal früh auf die Idee, mal hinter den Türen zu gucken. Ich halt. Close. Ah, da ist was. Keys. Meins. Ja. Walk to Fickle Fingers Coin Slot. Sleeping Convention. Was hat er da drunter? Sweeter. Ja. Use Pistole auf. Nein. Use Pistole auf. I'd rather not. Conventional. Geht das? Nein. Dachte ich mir schon fast. Look at TV. That's right. An incredible 4,000 carat diamond for the piddling sum of $2 million. Yeah. That number again, 1-800-STAR-WARS. Call now. Tell them Yoda sent you. Yoda sent you. Also ich finde den Gag irgendwie lustig, wenn man bedenkt, dass das ja von LucasArts ist. Ich finde das gut. Was haben wir noch beim Lied der Tentakel machen? Vielleicht haben wir da noch irgendwas übersehen. Walk to speaker. Hoagie would really love these. Use speaker. I'd rather not. Close speaker. I'd rather not. Open speaker. It doesn't seem to open. Es muss anscheinend irgendwas mit sich aus haben. Pushen wir ihn mal. Das klappt. Wie geil ist das denn? Den Speaker auch nochmal umwerfen. Einfach nur. No, the stereo would fall. Also, use. On button. Click. Also, wow, this is loud. Oh Gott, was fällt da runter? Ja. Kann ich jetzt einfach so rausgehen? Das ist lustig, die Musik mag ich. Lalala. It looks like a physics professor I knew in the second grade. Ich mag die Musik, die hat was für dich. Oh, das ist auch noch an. Hamster! He's reading the Wall Street Journal. Pick up Hamster. Es ging? Ich habe einfach den Hamster eingepackt? Cute little fella. Okay, das Spiel macht mir Angst. Ich kann einfach so einen Hamster einpacken. Scary Geschichte. Naja, Computer! I've got one just like this packed away in the garage. Super. Da bringt er dir viel, Digga. Ja. Okay. Ich Bilanz. Wir haben einen Schlüssel. Eine kleine Hintergrundmusik. Nennt lieber was anderes. Den Hamster. Ja. Sie hat ihr Kostüm. Er hat seinen Vinegar. Jetzt brauchen wir nur noch Gold und ja, Zugang zu diesem Keller. Ja, wie auch immer, ich würde sagen, ich setze hier mal wieder einen Schnitt, schneide wieder alles zusammen. Wir sehen uns bei den nächsten Folgen. Bis dann.